das Oppo-Eis in der Sorte Salzkaramell und etwas anderer Packung. Was ist so komisch daran? Wir werden es herausfinden im Testvideo. Viel Spaß wünsche ich euch. Interessant, 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 sage ich da nur. Nicht interessant, interessant. Ich habe gerade Sand gesagt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid bei diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und zwar zum Oppo-Eis. Die meisten von euch werden vermutlich bereits meine zwei Videos zum Oppo-Eis gesehen haben. Und zwar habe ich die Sorte Schokolade Haselnuss getestet und die Sorte Vanille. Und ich liebe die Sorte Vanille. Habe auch da schon großartig über die Zutaten und Nährwerte gequatscht, sodass ich da jetzt hier nicht nochmal so sehr drauf eingehe. Guckt euch einfach das Video zum Schoko an. Da bin ich am meisten auf das Oppo-Eis eingegangen. Wir haben da auch ein bisschen drüber diskutiert, was man so von solchen Angaben wie Kalorien 38 pro Kugel halten kann. Ich gehe da jetzt auch gleich nochmal kurz ein, möchte aber vor allem auf den Geschmack von dem Salzkaramell eingehen und euch einfach dieses Video der Komplettheit halber noch liefern, denn damit sind alle drei Sorten, ich sag mal, abgefrühstückt. Ich habe es bei Kaufland gekauft für 3,99 €, da bekommt man es woanders nicht. Regulär kostet es 5,99 €, was ich viel zu teuer finde, deswegen habe ich es nicht gekauft. Wobei ich habe die Sorte Salzkaramell schon mal probiert, nur kein Video gemacht. 3,99 € finde ich ist gerade noch so grenzwertig okay, weil es ist halt an sich nicht so viel Eis drin. Der Becher ist zwar groß, aber wir haben nur 500 ml drin. Ich glaube, das waren so 280 Gramm oder sowas. Also ist nicht so viel, denn hier ist auch Luft im Eis drin. Was wollte ich sagen? Interessant an dem Ganzen hier ist auf jeden Fall, dass wir hier so komische Aufkleber drauf haben. Was soll das alles? Was soll das alles? Auch hier Eis, das kann man abziehen. So, und was hieran so special ist, ist, dass hier einfach falsche Aufdrücke auf den Oppo-Eis waren. Guckt euch mein erstes Video dazu an, da bin ich ausgiebig drauf eingegangen. Die haben quasi dieses Eis nicht korrekt bezeichnet. Es stand nämlich Ice Cream drauf. Der Begriff kommt aus England, weil die Marke auch aus England kommt und da ist Eis einfach Ice Cream. In Deutschland darf das aber nicht so heißen oder Eiscreme oder so, weil dann muss ein bestimmter Anteil Fett drin sein und das ist einfach schlicht Produktbetrug, sage ich jetzt mal. Eis darf nicht Eiscreme Eiscreme darf sich Eis nur nennen, wenn so und so viel Prozent Milchfett drin ist. Das war beim Oppo-Eis nicht so. Und deswegen waren Angaben wie Ice Cream einfach falsch. Und ich glaube, hier stand auch sogar Ice Cream drunter, weil die das einfach übersetzt haben. Die haben einfach den englischen Begriff Ice Cream in Ice Creme übersetzt oder in gesunde Ice Creme. Und das ist daneben. Ob ihr jetzt das gesund das Kritische war oder auch das Eiscreme ist auf jeden Fall das Kritische, denn es ist nicht gesund. Keine Eiscreme. Und deswegen haben sie hier jetzt, glaube ich, angefangen, die ganzen Becher abzukleben, weil die wahrscheinlich vorproduziert waren. Hier genau das Gleiche. Und auch hier den Text haben sie komplett weggemacht. Warum ist das Eis gesund? Und ich denke, dass sie da einen für drauf bekommen haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, dass das so ist. Und ich habe denen das auch geschickt bei Instagram, von wegen, hier, was macht ihr? Das ist komplett falsch. Guckt euch mal mein Video an. Das ist alles nicht in Ordnung, was ihr da macht. Von wegen Eiscreme und so. Ja, und ich will jetzt nicht sagen, dass es wegen mir so ist, aber den wird sicherlich dadurch auch aufgefallen sein, von wegen, ja, irgendwas stimmt mit unserem Becherdesign nicht und so und mit dem, was draufsteht. Und sie haben es geändert und werden sicherlich auch die Chargen, der Pappchargen jetzt ändern, dass dann irgendwann alles korrekt richtig drauf gedruckt ist. Das, warum ist dieses Eis gesund, ist komplett weg. Da werden sie wohl wirklich einen für drauf bekommen haben. Die haben es ja auch nicht übersetzt, ne? Die haben ja zum Beispiel halt das Eiscreme richtig geschrieben jetzt in Eis. Halt, ne? Und nicht Eiscreme, sprich das Creme war schon das Problem und das Gesund ist eben hier auch weg. Und hier ist der ganze Text von wegen, warum ist dieses Eis gesünder weg? Ich bin darauf eingegangen, habe erläutert, dass es vielleicht gesünder ist als normales Eis, aber auch nicht gesund im Sinne von wirklich zutragend für die Gesundheit. Höchstens gesünder, weil es nicht so einen starken Insulinanstieg hervorruft wie normales Eis oder so, weil eben weniger Zucker drin ist. Wir sehen hier nämlich, dass 100 ml, also quasi ein Fünftel des Bechers, nur 75 Kalorien hat. Das ist wirklich wenig. Andere luftiges Eis, wie zum Beispiel Cremissimo, hat ungefähr 120 Kalorien pro 100 ml. Deutlich weniger Kohlenhydrate und Zucker. Dafür ein bisschen mehr Protein oder schon deutlich mehr Protein als normales Eis. Licht an den Zutaten, dass wir nämlich frische Milch haben. Milchfeststoffe, damit sind, glaube ich, Proteine gemeint. Natürliche Süßstoffe, Erythrit, also kein Zucker. Und Stevioglycosid, kalorienarm. Sahne ist drin, Apfelfruchtextrakt und so weiter und so weiter. Also eigentlich schon ganz coole Sachen. Meersalz für den Karamellgeschmack. Natürliche Aromen sind aber wohlgemerkt auch drin. Guckt euch wie gesagt nochmal mein erstes Video zur Sorte Schoko an. Hier gucken wir jetzt nur einmal kurz das Eis noch an.
Aber hier steht ja auch noch healthy drauf. Aber das konnten sie wahrscheinlich im Nachhinein nicht mehr ändern. Eieiei. Ah, da ist nämlich schon ein bisschen angetaut. Ich war nämlich bei Kaufland und da ist das schon auf dem Weg hier so ein bisschen angetaut. Aber eigentlich so genau die richtige Konsistenz. Ich muss mal kurz ein, zwei Fotos machen. Bin sofort wieder da. So, 4 Minuten habe ich noch. So viel quatschen wollte ich heute eh nicht und das Eis gleich lieber auf der Couch genießen. Die Sorte Salzkaramell, die von vielen Leuten als die beste bezeichnet wird. Ich habe sie, wie gesagt, schon mal gegessen. Ich fand die Sorte Vanille leckerer, weil die einfach so unfassbar gutes Vanillearoma hatte. Schlecht war die ja aber sicherlich auch nicht. Sorte Salzkaramell Oppo Eis, 38 Kalorien pro Kugel. Der ganze Becher hat damit, weil ja angeblich 10 Kugeln drin sind, nur 380 Kalorien. Tatsächlich nicht so viel. Aber es kommt nicht immer nur auf die Kalorien an. Ne? Kalorien zählen ist Bullshit. Sollte man zumindest nicht exzessiv betreiben. Außer man ist wirklich nachweislich fett. Dann kann das nicht verkehrt sein. So, Cremigkeit habe ich immer als sehr gut bezeichnet. Finde ich auch wirklich gut. Für so kalorienarmes Eis ist das sehr, sehr gut gelungen beim Oppo Eis. Lecker. Luftig, cremig und einfach, wir sehen das hier, das ist richtig toll. Das ist richtig gut gelungen für ein Eis mit so wenig, ich sag mal, Substanz auch einfach. Was ich halt an diesem Salzkaramelleis nicht ganz so gut fand, war, dass es mir einfach nicht intensiv genug war. Es schmeckt, aber ich finde, Der Karamellgeschmack hätte noch ein bisschen intensiver sein können. Man merkt deutlich eine salzige Note, keine Frage. Aber insgesamt fehlt ein bisschen der Wumms, finde ich. Und das gleicht eben das Vanilleeis aus, welches einfach unfassbar intensiv nach Vanille schmeckt und auch sehr authentisch nach Vanille. Im Mund merkt man auch, dass das Oppo-Eis sehr schnell schmilzt aufgrund der Luft. Es gibt also wirklich ein schönes Mundgefühl. Es macht quasi einfach auch Spaß, dadurch zu essen, weil es sieht einfach gut aus, wie schön dieses Eis schmilzt. Wichtig ist, dass man sich merkt, die Oppo-Eis, die haben keine Spielereien wie so ein Ben Jerry, da sind keine Stückchen drin. Es gibt ja auch kalorienärmere Eis, Proteinhaft wie das Breyers zum Beispiel, findet ihr im Video auch auf meinem YouTube-Kanal. Und ich sage nur an dieser Stelle, merkt euch mal Breyers. Ihr werdet schon sehen, warum. Das Breyers Delight, das hat ein paar Stücke drin. Das hat aber nicht ansatzweise so einen geilen Schmelz. Und das ist halt einfach wirklich sehr, sehr gut gelungen bei Oppo. Aber man hat eben kein Stückchen. Wobei Stückchen eigentlich eh so ein bisschen widerspricht zu wenig Kalorien. Weil Stückchen ist dicht, etwas dicht. Und wenn etwas dicht ist, wie Schokolade, also so... Ja, anders kann ich nicht beschreiben. Das hat oft viel Kalorien, das lässt sich nicht vermeiden, außer man hat Watte. Ja, obwohl Watte ist halt wiederum nicht dicht. Versteht, was ich sagen will. So Stücke, Kuchenstücke, krokant und sowas. Das ist viel Energie auf kleinem Raum und das hat dann meistens halt eben auch viel Kalorien. Ja, das Oppo Salzkaramell. Meine Hose versaut. Ein leckeres Eis, welches aber nicht an das Vanille für mich herankommt. Im Angebot kann man sich das wirklich gerne mal holen, wenn man auf Karamell und Salz steht. Holt euch aber unbedingt vor allem mal die Sorte Vanille. Die ist richtig, richtig gut. Das Oppo Eis Salzkaramell ist definitiv aber auch mal testenswert. Aber ich finde, es kommt nicht ganz heran an die Vanille. Und ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, ob es besser ist als Schokolade oder so. Ich weiß es nicht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir einen Kommentar da, wenn euch dieses Eis selber schmeckt. Kennt ihr es? Wollt ihr es euch gerne mal holen? Wie findet ihr den Preis dazu? Und was haltet ihr auch allgemein davon? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal beobachtet habt, wie Packungen deklariert sind. Stimmt das alles? Sind euch da auch schon mal Fehler aufgefallen? Könnt ihr mir ja mal gerne beschreiben. Dann kann ich mir das auch mal angucken. Und wenn euch dieses Video allgemein gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und guckt unbedingt auch in meine anderen Eisrezensionen. Habt einen wunderbaren Tag noch und bis bald. Ciao.